wo ich selber das erste Mal mit so einer riesen Kiste mit so einem Modem drin daheim eingetrudelt bin und das Zeug installiert habe und nachher wirklich online gegangen bin. Das ist natürlich ein riesen Erlebnis gewesen. Daheim, illegal auf dem Mami-Laptop. Du bist wie noch vor dem Jahr 2000 im 21. Jahrhundert angekommen irgendwie mit dem Zeug. Man kann mich einfach noch an einen riesen Computer daheim erinnern, also eine riesen Maschine, die bei uns umgestanden ist. Man hätte nie können gleichzeitig im Internet sein und telefonieren. Es kam vom Himmel herab und dann war es da. Ich glaube am Computer von meiner Mutter. Allererst mal im Internet war, bin ich in der Schule. Das war, bevor ich daheim einen Computer hatte. Und das war Mitte 90er Jahre. Wir hatten keine Ahnung, was machen mit dem Internet. Ich habe, bevor ich Internet hatte, habe ich die berühmte Videotextplattform. Und eigentlich war das Ziel vor allem, Informationen in einer halbwegs nicht Augenkrebs verursachenden Form abzurufen. Primär hat man es für das gebraucht.